Mit der neuen Season, Season 9, kamen Emotes ins Spiel. Und das wäre nicht Apex Legends, wenn man damit nicht irgendwelchen Umfug machen könnte. Und zwar könnt ihr mit diesen Emotes auch durch die Welt hüpfen. Und mit so einem Emote aus dem Fight raus oder reinzugehen, hat schon was. Und ihr könnt damit auch den einen oder anderen Spieler verblüffen. Wait, what? Jetzt zur Frage, wie macht man das denn? Und es ist wirklich super einfach, folgendermaßen. So, zu Beginn drückt F1, um dieses Emote-Rad zu öffnen. Dann wählt das Emote schon mal aus, aber drückt noch gar nichts. Fangt an zu laufen mit W, hüpft einmal und haltet W und Space gedrückt. Nach der Landung habt ihr so viel Zeit, wie ihr wollt. Und sobald ihr ready seid, drückt einmal Maus 1, um das Emote zu betätigen und voilà. Euer Charakter hüpft durch die Gegend. War ein bisschen zu schnell? Okay, hier nochmal. Mit F1 das Emote-Rad öffnen, mit der Maus drüber fahren, noch nicht betätigen, mit W anfangen zu laufen, einmal hüpfen, W und Space dabei jetzt immer gedrückt halten und irgendwann nach der Landung drücken wir Maus 1, um das Emote auszuwählen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Sprinten. Hier einfach, sobald ihr W benutzt, halt auch mit Shift. Dann mit Shift könnt ihr dann auch loslassen. Dann wie gewohnt einmal hüpfen, nach der Landung Shift und W gedrückt halten, irgendwann das Emote betätigen und voilà, ihr hüpft durch die Gegend. Jetzt seid ihr frei, erkundet die Welt auf eine neue Art und Weise und obwohl es kein beabsichtigtes Feature ist, haben die Devs schon bestätigt, dass es nicht entfernt wird. Ihr könnt damit also noch lange Spaß haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, wenn es euch weitergeholfen hat, einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Abonniert für mehr und dann sehe ich euch im nächsten Video oder schaut beim Stream vorbei. Link in der Beschreibung. Bye bye.